Moin Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es kein PUBG, heute gibt es kein Gameplay, sondern mal ein kleines Thema, was mir momentan sehr, sehr am Herzen liegt. Denn die häufigste momentan gestellte Frage ist nicht zu irgendeinem Gameplay oder zu irgendeinem Spiel in den Kommentaren, sondern warum kommt denn eigentlich gerade kein League of Legends mehr? Das möchte ich heute so ein bisschen beleuchten und erklären, warum und vor allen Dingen auch, dass League of Legends schon kommt, aber das viele gar nicht mitbekommen, weil es nicht auf diesem Kanal stattfindet. Eure Gedanken und natürlich auch eure Meinung ist sehr, sehr gerne gesehen, später unten in die Kommentare. Fangen wir an. Wie viele wissen, bin ich ja mit League of Legends erstmal zu meiner, ja, relativ großen Kanalgröße gekommen und habe das die letzten 2 Jahre auch komplett durchgezogen. Mitte dieses Jahres gab es dann so einen kleinen Knick bei mir, wo ich mir auch gesagt habe, League of Legends ist cool, aber PUBG ist rausgekommen, ich habe mich unglaublich in dieses Spiel verguckt und es macht mir einfach unglaublich Spaß. Als ich dann auch gemerkt habe, dass PUBG natürlich so erfolgreich ist, dass ich mir gesagt habe, okay, das hat auf jeden Fall eine Zukunft und vor allen Dingen, dass sich dieser Kurs auch bis jetzt angehalten hat, habe ich mir irgendwann gedacht, okay, du sattelst um. Aber du machst keine halben Sachen, sondern du willst dich natürlich mit einem Spiel intensiv auseinandersetzen. Und dementsprechend sieht man das Ergebnis, dass momentan größtenteils nur noch PUBG kommt. Die Leute, die dann fragen, ja, Leute, Ben, mach doch endlich mal wieder LOL. Kann ich absolut verstehen, weil den Kanal habt ihr natürlich abonniert, um League of Legends zu schauen. Ja, keine Frage, das habe ich auch besonders zu Anfang von PUBG gemerkt, dass die Klicks einfach drastisch nach unten gegangen sind. Ich habe es aber, dieses Risiko, auf mich genommen. Mittlerweile rentiert sich das so ein bisschen wieder, weil PUBG natürlich einfach sehr, sehr am Hypen ist und die Community von PUBG mittlerweile sich auch an meinen Kanal gewöhnt hat. Jetzt zu den League of Legends Leuten. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wo kann ich denn jetzt League of Legends mit dir zum Beispiel schauen, wenn ich das möchte? Es ist möglich, größtenteils live, mittwochs von 19 bis ungefähr 22 Uhr. Da caste ich nämlich immer noch in Kooperation mit der ESL und Summoners Inn die ESL-Meisterschaft. Da bin ich auch bei den Events vor Ort und dementsprechend dürft ihr sicher sein, League of Legends wird auch weiterhin ein Teil meines Lebens bleiben, aber eher live als Caster, als selber, als Spieler. Es kann sein, dass ich in drei Monaten noch wieder sage, ich habe jetzt mega Bock wieder auf League, aber momentan tut mir diese Auszeit nach jahrelang League of Legends auch einfach mal ganz gut, weil du kreativer sein kannst mit anderen Sachen und vor allen Dingen auch mehr Spaß hast. Stellt euch das mal vor, ihr würdet ein und dieselbe Sache jahrelang machen. Und so geil diese Sache auch ist, und ich sage heute auch noch, League of Legends ist eines der geilsten Spiele überhaupt, finde ich auch. Aber Abwechslung muss irgendwann mal sein. Und das ist momentan so ein bisschen bei mir der Punkt, weswegen mir PUBG halt so viel Spaß macht. Es ist was anderes, es ist was Neues, es ist etwas, wo ich mich selber wiederfinde und nicht ganz so schlecht bin. Ich schließe natürlich nicht aus, dass in den nächsten paar Tagen zum Beispiel wieder ein League of Legends Video kommt. Einfach weil ich Bock habe oder weil mich der und der Patch voll von den Socken haut und ich darüber mit euch reden möchte. Aber hauptsächlich wird es in nächster Zeit erstmal PUBG auf dem Kanal geben. So viel von meiner Seite aus dazu. Eure Meinungen, vielleicht auch Anregungen und Wünsche, wie gesagt, ohne die Kommentare. Ich bin da sehr, sehr community-offen und fragt mich natürlich auch, wie ihr darüber denkt. Gerne einfach eure ehrliche Meinung ab in die Kommentare. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, egal ob League of Legends oder halt PUBG. Guckt, wie gesagt, gerne beim Stream vorbei. Ja, mittwochs, 19 bis 22 Uhr, Deutschlands beste Team. Ich bin dabei, quatsch mit euch und kommentiere das Ganze natürlich auch. Würde mich freuen, den einen oder anderen auch auf einer anderen Plattform da sehen zu dürfen. Ansonsten alle anderen Links, Videobeschreibung, kennt ihr ja. Ansonsten an diesem Wochenende in Hamburg bei der ESL One ist ein Dota 2 Event, womit ich eigentlich ja wenig zu tun habe. Aber ich da halt eine Stage quasi moderiere, eine Bühne. Wenn ihr da vielleicht durch Zufall einfach mal seid, guckt mal vorbei. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Bis dann. Scotty kratzt sich da hinten am Rücken. Der Labrador. Bis dann, haut rein, euer Buddy.